ausgelassene Stimmung bei den Wiesenwirten. Dabei ist der diesjährige Wiesenmaßkrug noch nicht einmal gefüllt worden. Und nebenbei zeigt Neuwiesenchef Josef Schmidt seine romantische Ader. Nach einem schönen Wiesenabend in der Dunkelheit am Fuße der Bavaria einfach seine Liebste zu küssen, das ist toll, das ist romantisch und das kann ich jedem nur empfehlen. Darauf ein Prosit. Romantik spielt nämlich auch bei dem diesjährigen Wiesenmaßkrug eine große Rolle. Designt wurde er von der Münchner Studentin Christina Bichelmeier. Die Liebe deshalb unerlässlich in der traditionellen Maßkrugrede von Kabarettist und Schauspieler Andreas Giebel. Ich liebe dich, sind so im bayerischen Wortschatz nicht vorgesehen. Bei uns ist es ein anderes System, da sitzt man in der Wirtschaft, trinkt ein paar Bier und sagt irgendwann, du, mit dir kann ich das mal vorstellen. Wenn es gut läuft, kriegt man als Antwort, ich schon auch. Das kann natürlich sein, wenn man schon viele Jahre zusammen ist, kann es natürlich sein, dass der eine Partner zum anderen sagt, liebst du mich noch? Aber da kriegt man dann als Antwort, ich hätte schon gesagt, wenn was nicht passt. Der Bussi Maßkrug spielte eigentlich nur eine Nebenrolle. Tuschelthema Nummer 1 unter den Wirtsleuten war er, Siegfried Able, neuer großer Wirt auf der Wiesen mit dem Marstallfestzelt. Und bisher nicht aufgenommen in den Freundeskreis der Wiesenwirte, nach dem Motto, drum prüfe, wer sich ewig bindet. Du bist aber in einem richtigen Zeitbereich, gell? Kannst mal, wir müssen schon ein bisschen flachsen, sonst schaut das alles so ernst aus. Das ist, als wenn du jemanden kennenlernst. Da heiratest du auch nicht gleich, zuerst schaust du und dann siehst du schon, ob es passt. Wie war es denn so heute, so der Einstand und die Begrüßung der anderen Wiesenwirte? Ja, sehr angenehm. Also ich muss sagen, sie haben mich alle sehr, sehr herzlich aufgenommen. Und mich hat es auch gefreut, dass ich hier heute eingeladen war. Das ist doch für den Able auch nicht einfach. Der hat jetzt ein großes Zelt mit 3.500 Leuten. Und es ist ja klar, dass der ein bisschen Bamme hat. Und wenn der Able uns braucht, dann helfen wir. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Bloß jetzt aber hinein zu interpretieren, ist verkehrt. Es wird auch viel zu hoch aufgehängt. Wir sind ein Freundeskreis und in einen Freundeskreis muss man hineinkommen. Da muss man auch mal ein bisschen Geduld haben. Und er muss sich halt jetzt in diesem Jahr bewähren. Und wenn er sich so verhält, wie wir uns alle verhalten, dann ist er sicherlich auch in dieser Gemeinschaft gerne gesehen. Wenn das passt, ist er herzlich willkommen bei uns. Das heißt, Wiesenwirt wird man erst nach der ersten Wiesen? Ja, also jetzt schauen wir mal, ob das noch die ersten klappt gleich. Autsch. Die ganz große Liebe ist es wohl noch nicht.